Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Wizard World. Ja, wir sind jetzt, glaube ich, woanders, als wir aufgehört haben. Aber ich will nochmal dieses Rohrpuzzle machen. Und zwar. Vielleicht. Wow! Das war nicht die Intention. Ich wollte das so. Der Korken jetzt drin, ja. So, nochmal. Oh Mann, Spiel. So. Und jetzt will ich noch das mit der Farbe machen. Wir haben ja dieses Mosaikteil und Cedric sagt, dass Moment. Eigentlich ganz nett, aber die Farbe gefällt mir nicht. Dass die Farbe nicht stimmt. Deswegen können wir es auch nicht einsetzen in das Dingens. Und ups. Soweit ich. Also ich habe vorhin kurz schon mal ein bisschen weitergemacht, habe versucht hier Sachen zu machen und habe dabei festgestellt, da liegt auf jeden Fall Kreide, die wir mitnehmen können. Ich habe übrigens sämtliche Notizen, die ich mir gemacht habe, wieder vergessen. Ich habe, es wird noch lustig mit dem Planeten. Was ist das hier für eine Skizze? Das ist eine schematische Darstellung unseres Sonnensystems. Es zeigt die fünf Planeten. Avrius, Pornitus, Vernicus, Silens und Frobel. Welcher ist welcher? Man kann sie anhand ihrer Größe unterscheiden, wie auch anhand ihrer Farbe, ihrer elementaren Zusammensetzung und ihrer Namen. Aber hier ist nur die Größe abgebildet. Das weiß doch jeder. Ist jetzt egal. Wir machen jetzt Farbe. Und zwar mörsern wir die warum Kreide. Nicht? Super. Jetzt habe ich zermahlene Kreide und Schwielen an den Fingern. Oh. Das können wir jetzt hier ins Mal Wasser. Mal sehen. Es hat funktioniert. Ich habe weiße Farbe hergestellt. Die benutzen wir jetzt, um uns braue Farbe zu mischen. Damit wir dieses verdammte Wappen endlich gelöst haben. Ich bin mal gespannt, was dann passiert. Wahrscheinlich nicht viel Spektakuläres, weil das wäre ja zu viel verlangt, aber wir schaffen das. Und ich bin zuversichtlich. So. Tue ich den jetzt der hier? Eimer ist zu groß. Ich bekomme ihn nicht unter den Hahn. Das muss ich nicht umfüllen. Ich kann es auch so transportieren. Ah, Cedric. Dieser Apparat dient offenbar dazu, Farben zu mischen. Aber solange ich nicht weiß, was für eine Farbe ich brauche, lasse ich lieber die Finger davon. Du weißt doch, was für eine Farbe du brauchst. Ach, ich könnte dir einen. Moment. Mit Opas Hose, mit dieser hier. Bla. Das regt mich gerade ein bisschen auf, weil ich denke, dass das ist, was wir machen müssen. Und Mister, ich hasse euch alle, will nicht. Es gibt kein Weiß im königlichen Wappen. Nicht. Wenn ich darauf schon rumpinsel, dann soll es doch wenigstens eine schöne Farbe sein, wie zum Beispiel das Himmelblau aus dem königlichen Wappen. Nee, tatsächlich. Ist hier jetzt irgendwas dran falsch an diesem scheiß Wappen? Ich finde nicht. Ich weiß nicht wieso. Nö, ist eigentlich alles richtig. Ha, so viel Hass! Komm schon. Der Eimer ist zu groß. Ich bekomme ihn nicht unter den Hahn.
Dieser Apparat dient offenbar dazu, Farben zu mischen. Aber solange ich nicht weiß, was für eine Farbe ich brauche, lasse ich lieber die Finger davon. Ah, Mann. Dieser Apparat dient offenbar... Ich möchte ihn schlagen. Das muss ich nicht um... Ich kann es... Ich möchte ihn so gerne schlagen. Hey, das sieht aus wie ein Teil des königlichen Wappens. Nur die Farbe stimmt nicht. Ja. Das haben wir auch schon festgestellt. Entschuldigung, aber warum? Ohne das fehlende Teil lässt sich hier wohl nicht viel ausrichten. Dann... Warum kann ich denn noch schieben? Das ist doch nicht... Das kann doch nicht sein. Draußen war das doch. Ey, das sieht genau so aus. Bis auf das Teil, was fehlt. Ernsthaft. Dieser Apparat dient auch ab. Du weißt doch, welche. Alter, du weißt doch, welche Farbe du. Ich glaube, ich kann sie auch ganz einfach. Der Eimer ist zu groß. Ich bekomme ihn nicht unter den Haaren. Nee, was? Aber du hast doch hier dieses komische Fläschchen. Dieser Apparat dient offenbar dazu, Farben zu mischen. Aber solange ich nicht... Du weißt doch, welche... Ich geb's euch auf. Was soll ich denn damit? Naja, vielleicht hilft es uns, das Planetensystem zu reparieren. Nein. Wir brauchen nur Öl, die Kurbel und den Flüsterstein. Heul. Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Wernicus ist größer als Frobbel, aber kleiner als Afrius. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Er ist der größte der 5 Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silens ist der 2. Planet im Sonnensystem, aber nicht der 2. kleinste. Frobbel wird häufig vom 2. größten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Das bringt uns auch nichts. Können wir nicht das, Können wir nicht. Ohne das Vieh. Sie passt perfekt, aber die Farbe stimmt nicht. Das fehlende Teil müsste blau sein. Aber nicht irgendein Blau. Es ist das königliche Himmelblau. Ernsthaft? Jetzt können wir das bestimmt... dieser Clown. Bewege dich. Vielleicht gelingt es mir, die Farbe aus dem Wappen zu mischen. Blau. Das königliche Himmelblau. Yes! Was ist das? Ein Gerät? Oh je, Mini. Das wird ja ein Spaß. Vielleicht gelingt es... Blau. Das... Ja. Der Eimer ist zu... Ich bekomme... Der Eimer... Ich bekomme... Ja. Dann, so.
Vielleicht gelingt es mir, die Blau, das Kü... Yes. Das kann ich nicht benutzen. Das ist weiß. Nee. Meine Fresse. Wie? Das sieht hier keinen Sinn. Die müssen ja von oben nach unten und... Oh. Warum geht das denn nicht? Na gut, es ist zwar nicht ganz das königliche Himmelblau, aber immerhin ist es blau. Yes! Oh, ich bin so stolz. Ich meine, man muss ja nicht alles mit Sinn und Verstand machen. Irgendwo dazwischen liegt das königliche Himmelblau. Vielleicht sollte ich sie einfach mal mischen. Hey, wer sagt's denn? Ich habe es geschafft. Das königliche Himmelblau. Das königliche Himmelblau ist die perfekte Farbe für meine Mosaikscherbe. Viel besser. Gut. Bitte sag mir, dass das jetzt irgendwas getan hat. Wenn das jetzt nur zum Deko-Zweck... Obwohl, das ist zu kompliziert da gewesen für Deko-Zwecke. Sie passt perfekt. Das Mosaik ist jetzt komplett. Nanu, was war das für ein Geräusch? Ich glaube, es kam von der Tür da hinten. Wieder ein geheimer Mechanismus? Yes! Oh. Oh. Oh je, da habe ich wohl... Auweia, Entschuldigung. Er reichte mir den Finger und ich nahm die ganze Hand. Nein. Hier hast du einen Ersatz. Was denn? Kein Danke? Du bist doch nicht etwa nachtragend, oder? Erstmal alles angucken. Nein, an der Kette hängen offenbar beide Käfige. Ich bin nicht stark genug, sie hochzuziehen. Vielleicht könnte ich den Eimer daran hängen. Aber was dann? Wenn wir lebend nach Hause... Und nun? Das ist, behindert. Also, ich würde ja sagen, wir hängen den Eimer da dran, gehen in den Käfig. Wenn wir lebend nach Hause kommen, aber was da? Was? Ich kann doch Spot nicht einfach so an den Haken hängen. Er ist doch kein totes Vieh im Schlachthof. Das nicht. Was ist das? Da ragt ein Olivenzweig durchs Gitterfenster. Na, wenigstens scheint noch irgendwas hier am Leben zu sein. Der ist hier offenbar schon etwas länger eingesperrt.
Soll ich dich hier drin verstecken, bis der Weltuntergang vorbei ist? Nein? Ach, Spot, du bist wirklich eine tapfere Raupe. Ich bin verwirrt. Nein, ich schätze, er hat schon genug gelitten. Das wäre Zeitverschwendung. Der Käfig ist bereits offen. Super, jetzt habe ich eine Streckbank mit Durchreiche und eine Muskelzerrung. Wofür? Ich frage gar nicht. Solange die Kohlen nicht brennen, nutzen sie mir gar nichts. Juhu! Und jetzt? Ich sollte daran nicht weiter herumdoktern. Sie erfüllt bereits ihren Zweck. Und zwar? Hä? Die muss nicht langgezogen werden. One size fits all. Hä? Die ist lang genug. Verflucht, er hält nicht. Ich müsste ihn noch irgendwie fixieren. Die Streckbank ist zu robust. Die Streckbank. Die ist lang genug. Spot braucht keine Unaus. Ja, lala. Die Streckbank ist zu robust. Ich hab. Boah. Ach, das ist alles, was wir noch haben. Wundervoll. Vielleicht könnte ich den Eimer da ranhängen. Aber was dann? Oh, na. Die Streckbank ist zu robust, um sie damit zu demontieren. Mit Opas Hut, mit diesem, mit Opa, mit... Hab ich nicht schon ge... Das muss ich nicht... Noch ist nicht... Noch ist... Nein. Die Streckbank ist... Pfui, Spot! Aus! Das ist kein... Ich sollte daran nicht weiter herumdoktern. Sie erfüllt bereits ihren Zweck. Das sieht alles andere als gemütlich aus. Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Mit Opas, mit dieser... Hab ich nicht schon ge... Die Kurbel mögt und ich hoffe, dient sie... Noch ist nicht... Noch ist... Hab ich... Na, sie... Die Zange passt... Ich knote das Seil, dann kann ich die... Ich sollte daran nicht weiter herum... Sie erfüllt... Was genau habe ich denn jetzt gemacht? Mein selbstgebauter Greifarm ist fertig. Die Streckbank ist zu robust, um... Nein, es hat... Vielleicht könnte ich den Eimer da ranhängen. Aber was dann? Was kann ich denn machen, wenn ich hier reingehe? Und? Okay. Aber was? Wenn wir leben, wenn wir... Selbst wenn ich wollte. Spot ist viel zu klein. Den könnte ich dann niemals einspannen.
Selbst wenn ich den... Selbst wenn ich wollte, den... Verflucht, der hält nicht. Ich müsste ihn noch irgendwie fixieren. Die Streckbank ist zu robust, um... vielleicht bekomme ich den Flüsterstein auf diese Weise wieder aus ihm heraus. Jetzt tu mal nicht so. Das hättest du dir selbst zuzuschreiben. Hey, bleib da! Mist, so geht es offenbar nicht. Ich muss ihn an der Streckbank festmachen, yo. Die muss nicht langgezogen werden. One size fits all. Ich brauche noch irgendwas. Ist hier denn nicht mehr irgendwie irgendwas? Aua! Ihr geht nein. Ohne Werkzeug bekomme ich die Nägel da nicht ab. Na dann wollen wir dem Patienten doch mal ein paar Zähne ziehen. Sehr gut. Dann haben wir Nägel. Und können ihn festmachen. Damit könnte ich irgendetwas an die Streckbank pinnen. Aber was? Tja, ich bin mir sicher, selbst das würde ihm noch gefallen. Man kann sagen, was man will, aber Spot ist wirklich tough. Wenn ich ihn jetzt so nehme und da drauf mache? Ja, das könnte klappen. Vielleicht bekomme ich auf diese Weise ja den Flüsterstein aus ihm herausoperiert. Kinder, das wollen wir nicht zu Hause probieren. Nein, das wollen wir nicht. Na dann, Augen zu und durch. Das tut mir jetzt mehr weh als dir, Kumpel. Wobei, nicht unbedingt im wörtlichen Sinne. Nanu, wer sagt's denn? Der Flüsterstein. Endlich habe ich ihn wieder. Jo, wir haben den Flüsterstein. Ist ja schon mal Fortschritt. Kann ich den jetzt darauf tun? Ich meine, wir brauchen zwar noch Öl und ich denke, dass wir damit wir brauchen dieses Olivenöl. Passt. Ich habe den Flüsterstein eingesetzt. Hervorragend. Wie bist du an ihn rangekommen? Das willst du gar nicht wissen. Dann will ich auch nicht gefragt haben. Achte aber in jedem Fall darauf, dass die Planetensteine in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind, ja? Na klar. Okay, nochmal gucken. Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Wernicus ist größer als Frobel, aber kleiner als Avrius. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Er ist der größte der 5 Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silens ist der 2. Planet im Sonnensystem, aber nicht der 2. kleinste. Frobel wird häufig vom 2. größten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. So, nochmal. Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Wernicus ist größer als Frobel, aber kleiner als Avrius. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Er ist der größte der 5 Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silens ist der 2. Planet im Sonnensystem, aber nicht der 2. kleinste. Frobel wird häufig vom 2. größten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Was war das letzte? Hier ist Mals Bern, der mittlere von der Sonne aus. Silens ist der 2. Planet im Sonnensystem, aber nicht der 2. kleinste. Frobel wird häufig vom 2. größten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Das würde ja heißen, dass Frobel der Erste ist. Die Sache ist nur... hier. Pornitus ist der Gelbe. Der Gelbe muss auf jeden Fall dahin. Weil es der Größte ist. Ich weiß ja nicht, von wo aus die Sonne jetzt kommt. Tja,
theoretisch müssten hier die beiden Kleinen und da die beiden... Nee. Da kommt der Kleinste hin. Und der Kleinste müsste dementsprechend... Vielleicht... Nee. Robbel ist der Zweitgrößte. Der Zweitgrößte muss hier hin. Nee, hier hin. Und Robbel ist grün, also... Muss der Grün auf jeden Fall dahin. Silenz ist nicht der Zweitkleinste, sondern vielleicht ist Silenz der Kleinste? Silenz ist braun, rot. Das klang gar nicht so schlecht. Egal. Wir brauchen sowieso noch das Öl. Ach, Quatsch. Dafür brauchen wir die Oliven. Der Käfig ist offen, trotzdem nicht besonders einladend. Der ist hier offenbar schon etwas länger eingesperrt. Ich sollte daran nicht weiter herumdoktor. Ich sollte daran nicht weiter. Sie erfüllt bereits. Ich brauche kein. Diese Hose hat bereits. Pure. Die Kurbel scheint für möglich und ich hoffe, da dient sie. Habe ich nicht schon. Habe ich nicht. Mach den Scheiß einmal. Vielleicht könnte ich den Eimer da ranhängen. Aber was dann? Dann würdest du Spot da reintun, der schwer gemacht wird. Das zieht den Käfig hoch. Nee, nicht die Streckbank, ich will den Haken. Nein, an der Kette hängen offenbar beide Käfige. Ich bin nicht stark genug, sie hochzuziehen. Du sollst sie runterziehen. Was? Er ist... Was? Er ist doch... Aber wir machen ihn mit Nägeln auf der Streckbank fest. Nein, das kann ich da nicht dranhängen. Es hat weder Öse noch Schlaufe. Ich raste mit auf. Mit dieser... Mit. Okay, dann würde ich sagen, machen wir eine Pause und sehen uns im nächsten Video wieder. Vielleicht finde ich bis dahin einen Weg, wie ich den scheiß Eimer da dranhängen kann. Ich meine, ernsthaft. Ich muss die Oliven haben.